geschlossen, verschlossen. Was? Was? Blut auf den Tisch umkippen? Weiß es nicht? Hier wieder auf den Tisch stellen? Ich denke, wir müssen dieses Blut opfern. Wir müssen das Blut irgendwie auf einen Altar tun. Müssen wir dazu vielleicht doch wieder durchs Auditorium zurück und nach draußen, wo es nicht weitergeht, wo dann dieser Altar steht? Ich habe keine Ahnung. Ich komme auch irgendwie meinem Ziel leider nicht näher, das ich die ganze Zeit zu erreichen versuche, nämlich dieses Rätsel mit dem Schloss zu lösen. Hat sich denn hier jetzt zwischenzeitlich was getan vielleicht? Nothing hat sich getan. Absolut nichts hat sich getan. Jux und Tollerei, weil ich habe ja Zeit. Macht hier nichts. Okay, aber wir haben jetzt ein bisschen was erreicht, zumindest mal. Das können wir ja mal speichern, den Fortschritt. Ansonsten ist hier ja nichts. Drum? Gehen wir jetzt wieder nach oben, machen das zweite. Wieder mal. Blick nach rechts. Wo Tantchen kommen. Habe ich denn gerade ein Süppchen da? Ja, hätte ich sogar. Aber Moment, Moment, Moment. Ich probiere mal was. Ich glaube zwar nicht, dass es wirklich sinnvoll ist. Ich wusste es und hier höchstwahrscheinlich auch nicht. In der Tat kein Plan. Ne? Ich habe wirklich keinen Plan. Man kommt dann doch immer wieder mal so einen Schritt weiter. Aber bis zur endgültigen Lösung. Beziehungsweise ich vermute mal fast, dass es die endgültige Lösung ist. Ist es dann insgesamt doch ein weiter und steiniger Weg. So. Wie ist denn? Wenn ich das Blut über seinen Tisch kippe. Geht auch nicht. Hilfe!
nicht was mit dem Blut machen. Sonst hätte ich es ja jetzt nicht. Ich schleppe jetzt eine Schale mit Blut mit mir rum. Nö. Soll ich den ins Waschbecken kippen? Weil da wäre ja schon Blut dran. Wäre ja naheliegend. Einfach frisches reinzukippen. Hilf mir. Passiert nichts. Was zur Hölle mache ich mit diesem Blut? Keine Lust mehr. Ach je. Jetzt gehen wir nochmal ganz nach oben. Ja, und hier wäre ja noch mehr Blut, ne? Aber ich könnte jetzt mal probieren. Hier ist ja dieser einzelne Tisch, mal wieder, ne? Den kennen wir ja schon. Wir waren ja schon gefühlt 10.000 Mal hier. Wenn wir das mit Blut füllen, ja, jetzt mal ganz, ganz weit hergeholt, ja, wenn wir jetzt das, was da ist, ja, diese Symbole und so weiter, die schlecht lesbar sind, ja, they're not too faint to read right now. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich sie jetzt mit dem Blut fülle, diese ausgekratzten Dinger da, dann kann ich das vielleicht lesen. Wir werden das jetzt probieren. The blood sank into the marks. Das Blut ist in die Markierungen gesunken. What can I use to print out the engravings? Ja, irgendwie. Was? Noch die Kette. Was soll ich jetzt? Weiß ich auch nicht. To print out the engravings. Das zu drucken. Leute, ich weiß das nicht. Was soll ich denn? Auch immer wieder was Neues. Da irgendwie Papier drauflegen, was weiß ich. Vor allem, wo soll ich denn jetzt noch irgendwas finden? Ich muss mir etwas ausdenken, wie ich diese... Wie das so Abdruck... Wie ich Abdrücke nehme, also ich... Alter! Ja gut, dann muss ich ja jetzt hier bleiben, bis ich das Ding gelöst habe. Also kann es ja nicht sein, dass da irgendwo was rumfliegt. Ja, ja, Leute, ich habe nichts im Inventar. Ich hab, was soll ich denn hier jetzt nehmen? Making a print with the notebook, also das ganze Buch benutzen an sich.
Okay. Bloodprint. Sehr schön. Das hat sie gut gemacht. Klasse. Na gut. Written the symbols and numbers from Yi Jing or the Book of Changes and Ancient Chinese Divination Text. Microcosm, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, of the universe and a symbolic description of the process of change. Okay, da wird also über Prozesse der Veränderung gesprochen, ja, und wie sie von diesen Symbolen ausgedrückt wird. Diese Symbole werden mir jetzt definitiv helfen, dieses Schloss unten zu öffnen, denn jetzt kann ich ja 6, 2 und 3 darin hauen. Gell? Also. Wir gehen mal ganz nach unten. Wir gehen ganz nach unten. 3,5 Stunden knapp Spielzeit bis jetzt. Ich denke mal, ich könnte es jetzt noch so in etwa 1 Stunde schaffen, wenn nicht noch wieder so eine größere Suchaktion hier dazwischen kommt. Und das kann ich mir aber durchaus lebhaft vorstellen, dass noch eine längere Aktion kommt. So, aber ruhig sein, ne? Jetzt dreht sie das Ding nämlich. Also, pass auf. 6, das ist das. 2, das ist das. 3, das ist das. Also einmal sind oben und unten Striche durch. Entschuldigung. Oben und unten Striche durch. 2 nur oben und dann nur in der Mitte. Oben und unten, oben, Mitte. Unten und oben. Oben. Mitte. Click sound from the lock. Jetzt ist es offen. So. Jetzt ist noch 1 Stunde, dann sind wir fertig, oder? Machen wir so. Oh, hier ist es sehr dunkel. Hier ist es ja extrem dunkel. Hier liegt da wieder Holz im Weg. Dementsprechend geht es ja auch nur die Treppe hoch. Auch wieder alles mit Holzbrettern zugenagelt. Da ist von innen alles sogar zugenagelt. Okay. Erstmal in das Zimmer da rein, wenn das überhaupt geht. The dim red glow emanates from the classroom. Da ist rotes Licht. Und es geht sogar direkt rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Wow. Mein lieber Herr Gesangsverein. Speicher natürlich. Das ist ja klar. Okay. Das ist ein schöner Hammer. Also darf ich rein? Auf der anderen Seite. Ja, könnte ich wieder rausgehen, aber ich gehe jetzt erstmal hier wieder raus, weil ich bin der Meinung, da ist vielleicht was zu tun. Ich käme jetzt nämlich hier drüben raus, wo ich ja eh schon hinlaufen kann. Also hier drüben droht mir jetzt eigentlich im Moment gerade gar keine Gefahr. The class schedule has no use to me at the moment. Also der Schulplan oder der Unterrichtsplan hat für mich im Moment überhaupt keinen Nutzen. Ja,
Okay, also in Ordnung. Wir sind jetzt hier oben, wir finden jetzt hier nichts weiter. Außer zugelagerte Tür. Oh ja, ja, Entschuldigung. Ja. Dementsprechend müssen wir jetzt dahin. Diese Querstreifen, die gefallen mir jetzt aber gerade auch nicht. Ist das normal? Aber ist halt so, was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Counselor's Office, hatten wir das nicht schon? Geschlossen. Verschlossen. Was? Was? Scheiße, knapp, ey. Ich glaube, es geht jetzt erst richtig los. Oder? Hallo? Oh, ein Zettel. Counseling Record. Da habe ich schon mal ein Stück von, glaube ich. Piece of Ripped Counseling Record. 17. Mutter ist Hausfrau. Negativ. Troubled Attitude, also Einstellung, also ja, wohl eine schlechte Einstellung. Tardiness? Constant Tardiness, weiß ich leider nicht, was das heißt, aber mit Sicherheit psychisch irgendwie, glaube ich, also schon was Negatives, Psychisches. Gradually improving, require follow-up. Wie ich das jetzt sinnvoll übersetzen soll, weiß ich leider nicht. Encourage leisure activities such as reading, also jetzt muss ich direkt mal gucken, ob ich nicht inzwischen aus Versehen mal das Mikro ausgeschaltet habe. Habe ich aber nicht gemacht. Auf jeden Fall leichte Aktivitäten wie Lesen. Encouraged leisure activities such as reading. Signed by faculty members, Counselor Changbing Hui. Homeroom Teacher Jin Sui Han. Das ist Miss Jin. Ja, was auch immer das heißen soll, irgendein Officer, der bei Principal Shen Jin. Okay. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was mir das genau sagen soll im Einzelnen. Allerdings sind da ein paar Leute involviert, die wir ja kennen. Vielleicht jetzt ein bisschen blöd übersetzt von mir, also nochmal von vorn. Hoffnung ist etwas Gutes. Ja, habe ich eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Ist etwas Gutes. Vielleicht das Beste aller Dinge. Und nichts Gutes stirbt jemals. Ich hasse es, wenn sie das tut. A well-built closet. Okay, ein gut gebauter Schrank. It was part of Mom's Dowry. Was auch immer Dowry heißt. Jetzt gehen wir mal raus, weil es scheint ja offensichtlich... They are fighting again. Okay. I'll never get used to this. Daran werde ich mich niemals gewöhnen. I'll never
enjoy my youth, but I find it difficult. Sie sagen, ich soll meine Jugend genießen, aber das finde ich schwierig. What happens after graduation? Where should I go? Will I end up like mom? Was passiert nach der Schule? So übersetze ich das jetzt einfach mal sinngemäß. Wo soll ich hin? Werde ich wie Mom enden? Stop worrying so much, Ray. Mach dir nicht so viele Gedanken, Ray. Okay, ich vermute eine gespaltene Persönlichkeit, denn wir haben ja jetzt schon. Wir haben jetzt schon eine lächelnde und eine merkwürdig lächelnde Ray gesehen und wir haben eine Ray erlebt, die Leuten die Kehle durchschneidet. Life moves on, regardless. Das Leben geht weiter. Sei voller Hoffnung. At least this weekend's going to be. Zumindest dieses Wochenende. Feeling a bit sleepy now. I should go back to bed. Also ich fühle mich jetzt etwas müde. Ich sollte wieder ins Bett gehen. Rausgehen können wir ja nach wie vor nicht. Nein, also ab ins Bett. Go to bed. Nein? Okay, völlig überraschend. Hat er Nein gesagt? Was ist nun? Die Welt bricht zusammen. People often say not to look into a mirror at night. Die Leute sagen häufig, dass man nachts nicht in den Spiegel gucken soll. Das habe ich aber schon gemacht.